Are you ready, Fatty? Was? Torch und Krümms Axt. Das hier ist übrigens der Eingangsbereich. Also wenn ein Spieler reinkommen würde und in unser Rattennest tappt und hierher gezogen wird, kommt er da hinten raus und kämpft dann hier gegen einen Elefanten und gegen einen anderen Elefanten, den wir da freigeschaltet haben. Das heißt, von hier aus könnten wir theoretisch snipern. Problem ist nur, dass unsere Zauber nicht so weit zielen können. Ich denke, ich würde eh runtergehen. Obwohl, wir haben keinen Ring, mit dem wir schneller durchs Wasser laufen können, alle Dark Souls 1, oder? Nee. Oh, und ich habe den Ring gar nicht an, deswegen kann gar kein Gegner herkommen. Dich mal weg. Obwohl, nee, gerade im PvP ist das ganz praktisch. Dich mal weg und dafür Rattenring rein. Und Instant Summon, sehr schön. Okay, ich hätte gern den da. Kommt er jetzt schon hierher? So, was bist du? Bogenschütze. Der nichts macht. Das war jetzt einfach. Ich glaube, der war AFK. Oh, guck mal, neues Gebiet. Mache ich mir kurz ein Käffchen. Zack, tot. Okay, Ferrous Locks, du mal 1, Red Tail mal 1. Sehr gut. Wo? Was zur Hölle? Okay, ich habe hier wohl irgendwo irgendwie irgendwas aktiviert. Da ist noch so ein Giftding. Okay, also wenn es ist wie das andere Gebiet, teste ich das mal mit dem Verlassen und Betreten von dem Ding. Eventuell ist auch ein Cooldown-Timer mit dabei. Das heißt, wir könnten es jetzt woanders umgucken. Ich schaue mal ganz kurz einfach die Liste hier durch, ob wir irgendwo noch lose Enden haben. Things Betwixt waren wir seit dem Start nicht. Also da könnte man sich bei Zeit nochmal umgucken. Hier im Wald gab es einmal eine große Tür, wo wir den Schlüssel brauchen, den Ring brauchten, den wir noch nicht haben. Und noch den einen Baum. Oder sogar mehrere Bäume. Aber da wissen wir nicht, was wir in den Bäumen machen müssen. Hier war der blaue Sentinel hinter dem einen Drachenreiter, der nicht mit uns sprechen wollte, sondern erst, wenn wir wahrscheinlich irgendwas Tolles geleistet haben. Da könnten wir bei Zeit nochmal hingucken. Hier waren die drei Abzweigungen. Da haben wir bisher erst eine von beschritten. Die andere führte zu einer Tür, die wir nicht öffnen können. Und die dritte haben wir einfach noch gar nicht ausprobiert. Also da ist auf jeden Fall noch Potenzial. No Man's Wharf sind wir recht häufig durchgelaufen. Wüsste jetzt so nix. Cathedral of the Blue ist das, was ich meinte mit dem Sentinel. Das ist der Sprungpunkt direkt dahin. Hier sind wir gerade. Da waren wir vorhin. Bei den Ratten. Da könnten wir theoretisch alle Pharaoh Lockstone Dinger aktivieren und hoffen, dass da noch irgendwo Loot bei ist. Aber nee. Und wir sollten regelmäßig dahin zurück, um die Rattenschwänze abzugeben. Weil dadurch steigern wir halt unseren Rang. So, im Gatter werde ich nicht wieder reingehen. Das ist nervig da. Eventuell später mal zu der einen... Es gab eine Höhle, wo eine Tür war. Die Tür haben wir nicht aufbekommen. Da sollten wir vielleicht nochmal hingucken. Aber sonst... Und hier ist das Grünzeug. Da... Mag sich Talana auch noch daran erinnern, dass es am Rand ein verdächtiges Gebiet gab, wo man eventuell noch runtergehen könnte. Ja. Also wir haben noch gut was zu tun, aber ich hoffe mal, jetzt haben wir Frischfleisch. Ja, keine Instant Summon. Also normalerweise, wenn man nicht dem Covenant angehört und man kommt hier in das Gebiet rein, muss man sich durch alles durchkämpfen. Und wir haben gemerkt, das Gebiet ist recht weitläufig. Das heißt, zurzeit ist kein Spieler in meinem Levelbereich hier am Kämpfen. Sonst wäre er jetzt beschworen worden. Ich kann alternativ den Ring nochmal kurz abnehmen. Anlegen.
Schade. Oh, warte mal. Also, das ist der Punkt, wo wir eben gerade... Also wir waren vorhin hier oben und sind von hier aus hier runtergesprungen. Da oben schien es nicht so auszusehen, als wenn es irgendwo weitergehen würde, außer bei dieser einen Dreiertür und der Nebelwand, wo ich nicht rüberspringen wollte. Das heißt, wir bräuchten genug Lockstones. Wir haben jetzt 4, richtig? Ja. Oh, und wir haben wieder einen Blubdiwob-Gegner. Gucken wir mal, was der für einer ist. Hoffentlich ist er nicht AFK. Ist nämlich schon ein bisschen mau. So. Das scheint ein Magier zu sein. Okay, lassen wir ihn erstmal die Viecher töten. Weil es sonst ziemlich garstig ist. Also ich könnte ihn jetzt töten, weil er abgelenkt ist. Das haben wir eben gerade auch so gemacht. Uhuhu. Ich glaube, wir müssen den gar nicht töten. Warum hat er gerade noch 44 Schaden? Ach, Schildträger, okay. Aber es ist kein Vollschild, sondern so ein anderes Ding. Oh, und er hat Toxin. Ich glaube, der kippt gleich um. Oder? Du bist ein sehr komischer Kauz. Ich mach dich mal neu und ich fall runter. So, Junge. Das war sehr interessant. Warum hast du dich nicht geheilt? Also ja, viele PvPler halten nichts drauf, sich zu heilen und blubdiwupp. Aber ich denke nicht, dass das ein wirklich Hardcore-PvPler gewesen ist. Ja, also Newbies Farm hier kann sehr interessante Resultate hervorbringen. Ich will jetzt aber nicht nochmal 10 Minuten warten, bis der nächste kommt. Das heißt, wir gehen jetzt mal wieder raus. 2 Lockstones reichen erstmal. Und das hier ist nicht der Ausgang. Wo ist der Ausgang? Da nicht, da nicht. Hier. So. Das heißt, jetzt geht's weiter. Travel. Da. Brightstone Cove. Irgendwas. Und da ging es dann runter. Das heißt, zwischen dem Zwergengebiet und hier waren, soweit ich das sehen konnte, keine Abzweigungen. Und ich laufe mal direkt Richtung runterfallende Steine da. Weil die werden auf jeden Fall runterfallen, so wie die abgestützt sind. Kommt mir irgendwas hinterher? Nö, die Schweine wären doof gewesen. So, schnelle Pfeile. Oben. Ranged Battle. Be wary of trap. Ja. Okay. So. Ding. Haha, nehmen wir uns. So, und ding. Au, oh, der hat überlebt. Okay. Du. Push. Push und push. So, jetzt können wir da... Oh, da hinten sind noch mehr davon. Hier können wir auch gleich mal einsnipern. Schade, dass der Stein nicht da runtergerollt ist. Weg, weg. Oh, jetzt habe ich noch einen zweiten gepult. Was soll's. Die hier waren ja nicht das Problem. Die Schweine sind das Problem. Und weg. So, Loot. Seelen sind gut. Gucken wir mal nach da oben. Wobei ein Stein, der irgendwas versteckt war. Ein Gegner mit fast kein... Oh. Lalala. Au. Verdächtig wenig Schaden. Und es war Loot da. Mehr Seelen. Sehr schön. Ding. Komm näher ran, der muss nicht runterfallen. So. Eins, zwei, drei. Monster. Vorsicht vor dem Monster. Riese. Und sehr viele Blutflecken. Ähm.
Large Titanite Shard. Da geht's sehr tief runter, aber da unten scheint was zu sein. Aber da wird kein Katzenpfeilring uns irgendwie helfen können. Nochmal den hier. Und dann den ganz großen. Dann räumen wir ein bisschen auf hier. Genau. Bam. Zack, 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 zack. Oh, oh. Okay. Also die Jungs haben physischen Schutz recht hoch. Au. Weg. Weg. Ah, Magie können sie nicht so gut ab. Und heilen. Das sind quasi Anti-Schweine. Auch nicht schlecht. Also, weil die Schweine halt physikalischen Schutz nicht so hoch haben, dafür magischen. Also, Anti-Schweine. Ja. Monster voraus. Und es ist eine Spinnentür. Lasst mich raten, es werden Spinnen sein. Käfer voraus. Pyromantie versuchen. 300er Rating. Ich habe keine Pyromantie-Zauber und bin auch nicht gewillt, den ganzen Weg jetzt zum Leuchtfeuer zurückzulaufen. Oh, ich sollte den Ring mal ablegen. So. Vorsicht vor den Käfern, versuch rauszuziehen. Ja, ganz viele Löcher in den Wänden, aha. Ah, da kommt gar nichts raus. Luring it out, try range battle. Ah ja, genau, also wenn wir jetzt ganz tief unten drin sind, dann kommen die ganzen Käfer hinter uns aus den Wänden und blockieren den Weg. Falle voraus, versuche Feuer. Ah, da sieht man so ein Vieh. Plural. Au. Ah, wenigstens sind es One-Hits. Oh. Au. Ganz schön garstig. Au. Jo. Und immer so ein Fitzel Lebenspunkte über. Das ist doof. Aber hey, jedes Mal 160 Seelen, ne? Ist nicht schlecht. Rickards Rapier. Das könnte was für uns sein. Dim. Rickards Rapier. Oder auch nicht. 25 Decks. Ha. Raus. War's das an Viechern? Scheinbar. Aber ich habe keine Riesenmonster gesehen. Oh. Was zur Hölle war das? Trap ahead. Sehr komisch. Okay. Oh, ein Bosskampf. Und ein Summon Sign. Nee, wir wollten keine Summon Signs benutzen erstmal. Das kommt im New Game Plus. Das heißt, wir haben ein paar Zauber, aber nicht wirklich viele. Ich sollte die Kräuter in Quickslot packen. Du kannst raus. Du kannst raus. Ihr könnt rein. Guter Heilstein kann rein. Und weil es eventuell ein Giftboss ist, Poison Resist. So, okay, gucken wir mal. Oh, Kacke. La 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 la. Au. Okay, erst müssen wir hier aufräumen. Trink. Was? Okay, andere Seite, andere Seite, andere Seite.
Geh mal hinter die Reihen da. Da könntest du sicher sein. Genau, trink. Töte komische Kleriker-Anhänger. Weg, weg. Schattenbolzen machen bei Talana komischerweise wenig Schaden. Warum krabbelt das Zeug auf dem Boden?